wenn nicht sondern sagen wir bis 100 oder 200 Hertz. Unsere Entschuldigung. Also unsere Plattform arbeitet nach ganz anderem Prinzip. Also das heißt, also in der ersten Linie haben wir pneumatische Kissen hier eingebaut, ähnlich wie bei Autos. Ja. Das heißt, man kann das Gerät mit einer ganz normalen Handpumpe oder mit einem Luftkompressor über diesen Anschluss hier aufpumpen. Wir sagen da 2 Bar. Ja. Und dass die Plattform dann perfekt nivelliert wird. Ja. Und des Weiteren bekämpfen wir die Vibration mit Masse. Ja, die Plattform wiegt ca. 70 Kilo. Ja, es lässt sich natürlich etwas. 70 Kilo, genau. Schwieriger in Bewegung setzen als bei Plattformen, die 5 Kilo wiegen. Und drittens, die Plattform ist ja hergestellt aus einem Stoff, aus italienischem Gestein. Ja. Das hat besondere Eigenschaften, das heißt, es dämpft und die Vibration ab diesem Punkt, wo die pneumatischen Kissen aufhören zu dämpfen. Das heißt, wir haben im Prinzip vollständige Dämpfung im kompletten Audiobereich. Aber nicht nur bis 200 Hertz, sondern also vom Tief bis zum Hochton. Gleichmäßig. Ja. Wir haben jetzt die Plattform vermessen lassen auf der Universität Stettin, also Abteilung Baumaschinen. Ja, also alles auf unserer Seite zu finden. Und wie gesagt, das ist eine Plattform, die explizit für Audio gebaut worden ist. Ja. Also nicht nur für Plattenspieler, sondern auch für Geräte wie Analogwandler, Mittelwandler, Verstärker, vor allem Röhrenverstärker. Grundsätzlich alles, was auch mit Transformatoren arbeitet. Steht auf 3 Füßen? Diese Plattform steht auf 3 Füßen, das ist die Basisversion, die etwas günstigere Variante. Advanced-Version sehen Sie hier auf dem Foto. Hat noch zusätzlich eine 2 cm dicke Platte, die auf 3 Kugeln montiert ist, schwemmend quasi. Ja. Das bekämpft dann auch Vibrationen nicht nur im vertikalen, sondern auch im horizontalen. Ja. Und die liegt fast 100 Kilo. Die Wand. Das ist Schiefergestein, oder? Also das kann ich nicht sagen. Das Schiefergestein ist jedenfalls, das kommt aus Italien und es wurde 5 Jahre lang an dem Material gearbeitet, ja? An der Auswahl der Materialien. Das ist jetzt ein Gestein, der ungefähr so eine Farbe hat wie das Logo. Das wurde speziell imprägniert und geölt mit dem Mineralöl. Ja? Was vielleicht schief, ja. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ja. Es bleiben natürlich Fingerabdrücke drauf. Der Schiefer ist, ich war mal bei einem Steinmetz und der hat erzählt, dass Schiefer gar nicht wirklich ein Gestein ist, sondern das sind ja gepresste Richtig. Tier- und Pflanzenstoffe. Also das ist ein. Das ist versteinert. Ähnlich wie Multiplexplatten gebraucht. Im Laufe der Zeit haben sie die Schichten aufeinander gepresst oder treffen lassen. Und dann kam eben die Erdverformung und durch den Druck. Genau. Es gab aber fantastische akustische Eigenschaften. Hat eine innere Dämpfung. Ja, richtig. So ist es. Also im Prinzip ist der Aufbau relativ simpel. Ja, wenn Sie sich hier an die Seite bewegen, dann sehen Sie die Anschlüsse. Wie gesagt, ein Ventil für eine Handpumpe oder für einen Kompressor. Und mit Hilfe von diesen Drehern können Sie die Plattform also optimal nivellieren. Kostet? 2.500 Euro brutto. Also diese teure Variante kostet 3.750 je nach Wechselkurs. Ja? Also inklusive, selbstverständlich inklusive Herstellergarantie und. Peter can do it. Yes. Better. I don't know if better. No, but no. Serious question. Were you considering something similar, isolating platform in your product line? No, but we are interested in. Yeah, we are thinking about. We're really thinking about. Yes. Or. But you can get in cooperation with. The size is a little bit a problem, and did you try to make it? Only for the points, where the turntable is standing on? Ja, eigentlich nicht. Also ich meine jetzt die Masse, so wie jetzt auf dem Tisch, ist ja momentan fest. Ja, wir versuchen jetzt die
Plattform so herzustellen, damit praktisch jedes Gerät ja, optimal draufsteht. Es sind ja verschiedene Geräte verfügbar. Ja? Also nicht nur so, solche kleinen Turnstrich, sondern richtig große Buttonspieler, ja, ja, und, genau, die man muss. Ja. I have this one. I don't have orthophone, but I have this one and I have